Hallöchen YouTube, ich begrüße euch nach langer Zeit mal wieder zu einem Let's Play. Und zwar spiele ich derzeit Hunt Showdown. Einige werden es vielleicht kennen, es ist das neue Spiel von Crytek. Und ja, ist so ein bisschen wie Battle Royale. Man muss ein Monster jagen oder zwei Monster oder mehrere Monster. Hat dabei mehrere Spieler auf der Map. Und ja, ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich beim Zuschauen, beziehungsweise ich beim Spielen. Und dann geht's auch los. Ich bin jetzt hier auf so einer Sumpf-Map. Es gibt halt nur eine Map in dem Spiel. Es hat einen First-Person-Shooter. Erkennt man ja unschwer. Und ich bin jetzt halt auf der Suche nach so Clues, also so nach Punkten, wo ich dann so Hinweise einsammle in Bezug auf das Monster. Und ich sehe gerade, dass ich ein bisschen mit der Framerate zu kämpfen habe, wegen dem Aufnahmeprogramm. Und da höre ich auch schon einen Hund. Da hat es ein Schießen. Das Spiel ist nämlich sehr adrenalinreich, würde ich mal behaupten. Wenn ihr euch noch an Escape from Tarkov erinnern könnt, damit kann man es eigentlich ganz gut vergleichen mit der Hardcore-Rigkeit. Die Kugeln töten ihn nicht ganz so schnell wie in Escape, aber es ist trotzdem echt schwer. Da hinten ist, glaube ich, ein halbtotes Pferd. Ach, da ist es. Wenn ich zu nah rankomme, dann macht es nämlich so ein Pferdegeräusch, was ihr vielleicht schon mal gehört habt. Nein. Ja, das Spiel ist sehr environmental-lastig, sprich es kommt sehr viel um die Umgebung, insbesondere auf den Sound an, wo ihr ja schon Escape from Tarkov immer viel mit Sound gearbeitet habt, wo ist der Gegner, wo kommt die Lautstärke her. Habt ihr das hier massivst mehr, finde ich. Weil hier gibt die Umgebung auch aktiv Hinweise, wo der Gegner ist, wenn er unvorsichtig ist. Oh shit. Das ist so ein zombie-mäßiges Viech. Das ist so eine Frau mit einem Bienenstock gemacht. Habe ich natürlich ein bisschen meine Position verraten durch den Schuss. Man muss hier echt vorsichtig sein in dem Spiel. Oh, das ist Ding schon weggespawnt. Ich spiele hier auch gerade den Solo-Modus. Also es ist natürlich ein Online-Spiel. Du spielst halt immer gegen andere Spieler. Aber es gibt zwei Spielarten derzeit, weil ein Event stattfindet. Einmal der dauerhafte Modus ist halt ein Zwei-Spieler-Koop-Modus, also entweder spielst du mit einem Freund oder mit einem Random. Und ich spiele hier aber gerade den derzeitigen Solo-Modus. Du kannst auch den Koop-Modus alleine spielen. Muss dich aber darauf einstellen, dass die Gegner auch alle zwei Helfer haben und da sind so Hunde drin, ne? Die Bane. Okay. Wir machen mal das Ding auf. Gucken, was passiert. Was ist passiert? Ist überhaupt der Clou drin? Wenn ich die Munition nutze, dann gehe. Aber kenne ich nicht. Ich stöde. Ich kenne mich aus mit umsonst irgendwo reingehen. Da freut sich jemand meiner Geselligkeit. In meiner Nähe, halt jetzt. Na, ich denke mal, hier ist ein Spieler in der Nähe. Weit weg sind einige, die hört man schießen, und das war gerade ein Blitz. Okay, machen wir mal die Tür auf. Ist der Clou hin? Ja. Weiß nicht, ob der tot. Der sitzt aber gut in diesem Stuhl drin. Hä? Warte mal. Der sitzt ja nicht mehr in dem Stuhl drin. Ich habe ihn befreit, nicht wie ich bin. Oh.
Ja, es geht halt die ganze Zeit um die Suche nach den Clues und das Gute, Schlimme, du hast den Permadeath, also wenn du tot bist, bist du tot. Escape-mäßig, du verlierst all deine Ausrüstung, all deine Waffen und musst dir dann einen, du wählst dir halt immer ein Jägerfeuer aus, beziehungsweise kaufst du dir einen. Und wenn du tot bist, dann müsstest du dir einen neuen Jäger zulegen. Okay. Aha, oh shit. Ich bin ganz schön laut für meine zärtlichen 22 Jahre. Liegt am Gewicht. So. Schleiche ich mal hier unten runter. Und da bin ich tot, weil ich zu unaufmerksam war. Wer hat mich denn getötet? Prinz Bert, Rang 32. Ja, gut, okay. Hey, ich war Rang 6. Ich habe aber, muss ich gestehen, vorher schon einige Male mit meinem Spieler überlebt. Ja, war jetzt ein bisschen traurig, die Runde, würde ich behaupten. Aber so schnell kann es gehen. Okay, warte mal, gehen wir mal in die Auswertung. Ich habe zwei normale Gegner, einen besonderen Gegner. Das ist jetzt hier der Abschluss einer Runde. Du hast dann jetzt hier die Möglichkeit, Sachen freizuschalten. Es gibt eine Art Progress-System. Und einen sehr schönen Soundtrack, muss ich sagen. Sehr angenehm. Du hast ein übergreifendes Bloodline oder Blutlinienrang. Dort gibt es Ränge von 1 bis was weiß ich. Und du schaltest halt mit deinem Charakter immer EP frei. Beziehungsweise Spiel-CP, mit dem du dann halt aufsteigst. Wenn du stirbst, geht dein Spieler hier verloren, seht ihr hier. Doch wenn du überlebst, schaltest du Fähigkeiten für deinen Charakter frei, auf einem bestimmten Level, beziehungsweise Fähigkeitenpunkte. Und diese Fähigkeiten sind auch an deinen Blutlinien-Level gepackt. Also wenn du jetzt kein guter Spieler bist, aber trotzdem mal ein paar Zombies tötest, steigst du trotzdem auf irgendwann und spielst dir trotzdem neue Fähigkeiten frei. So, wenn ich jetzt gestorben bin, kann ich euch jetzt mal in ganz in Ruhe das Spiel zeigen. Okay, ich hoffe, der Ton ist jetzt nicht wieder zu laut, weil das ist ja immer so mein Soundproblem. Also ich gehe hier mal in den Jäger. Ich mache mal den Ton kurz aus. So, besser. So, besser. Also, wir haben hier den Jäger. Jetzt, da ich gestorben bin, kann ich einen neuen Jäger rekrutieren. Da habe ich jetzt derzeit zwei zur Auswahl. Ich kann mir auch neue kaufen. Die kosten Dollar. 102 Dollar für ein Menschenleben ist heutzutage nicht viel. Damals war es eine ganze Menge Knete. Beziehungsweise ist halt so ein Contractor. Und du hast noch zwei, eine Fähigkeit halt, diese Nachtsicht, die ihr gesehen habt. Immer wenn ich nach diesem Clou gesucht habe, hatte ich halt diese Nachtsicht. Und die hat mir halt, halt ermöglicht, dass ich den Gegner, beziehungsweise ich den Gegner so Clues sehe. Und wenn ich den, diesen Hauptgegner, das ist entweder eine Spinne oder so ein Fleischmops, getötet habe, kriege ich EP. Und mit, beziehungsweise kriege ich einen Gegenstand. Und wenn ich den sicher nach draußen bringe, dann kriege ich halt besonders Erfahrungspunkte und so ein Scheiß. Und ganz viel Geld und tolle Dinge. Ja, du kannst Gegner nicht richtig looten, wenn du einen Gegner tötest, so wie mich der vorhin getötet hat. Kannst du jetzt nicht die Waffen von dem ausnehmen. Du kriegst entweder Munition oder ein bisschen Cash. Ja, jeder wie er halt will. Und ja, auch wenn die Runde jetzt schon wieder schnell vorbei ist, ich zeige euch hier noch kurz den Shop. Ihr habt ja die Möglichkeit, Sachen einzukaufen. Dieses Windshield-Gewehr, was ich zum Beispiel hatte, oder die Schrotflinte. Und ihr habt gesehen, wer laut ist, der produziert halt auch schnell mal, dass er umgebracht wird wie ich. Wobei man hier auch sagen muss, Campen ist hier echt übel vorhanden. Also es gibt manchmal echt Punkte. Ich habe es ja echt über den Haufen geschossen und verstehe es nicht mal wieso. Und ja, ich kaufe mir jetzt für die nächste Runde schon mal einen neuen Charakter, beziehungsweise schalte ich mir neu frei. Was ist der denn hier? Ach, das ist doch das gleiche Gewehr. Ich nehme mal ihn hier. Dem gebe ich jetzt eine neue, noch ein Messer, weil das ist immer sehr sinnvoll. Messer ist gut und der hat eine Feuerbombe. So eine Retail Shock ist auch gut. So, okay, dann habe ich schon mal für die nächste Runde einen neuen Spieler. Auch wenn mein erstes Video jetzt wieder sehr kurz war nach der Zeit, ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und wir hören und sehen uns bald oder vielleicht im nächsten Video. Ahoi dann!